Hallo, meine Früchte erntenden Tierretter und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren entspannten Runde Traveler's Rest. Ja, wir haben da oben schon wieder einiges abgeschlossen. Wir haben ja jetzt so ein hübsches Ei. Papageien-Ei, wie es scheint, in unserer Tasche. Ich hoffe, dass sich daraus... Ist nicht ein Ei? Doch, da. Genau, Papageien-Ei. Haben wir jetzt für uns in der Tasche. Wir gucken mal, ob sich daraus demnächst irgendwas ergeben wird, tut. Und habe ich jetzt eigentlich hier noch alles? Brauche ich hier noch was? Ja, komm, wir können schon mal öffnen. Wir machen gleich auch auf, weil wir müssen ja noch mal gucken. Wir wollen ja auch ein bisschen weiter vorankommen. Wir wollen ja heute noch die Stufe 8 erreichen. Und dann müssen wir mal gucken. Warte mal, jetzt kann ich den da machen, wa? Oh yeah. Ich kann den noch mal machen? Nee, das ist doof. Also machen wir den weg. Rotwein fruchtig einmal. Schweinebraten. Ach genau, Schweinebraten müssen wir jetzt machen nochmal. Und Rotwein fruchtig. Lass es dir schmecken. Haben wir einen Rotwein fruchtig? Eigentlich müssten wir einen roten fruchtig haben, ne? Nee, nicht alle. Da reicht doch einer. Rotwein fruchtig. Sehr schön. Ach ja, gut. Ja, kommt erstmal rein, kommt erstmal rein. Wir machen gleich die Quest. Denn wir wollen da auch noch jedenfalls zu Ende das ausskillen. Und jetzt hat mir bloß erst wieder raus, mein... Nee, gut, der nimmt den nur daraus. Geht schon wieder gut los. Ich weiß jetzt auch noch nicht, also wir haben jetzt alles so ein bisschen gestartet. Läuft ja jetzt so die Taverne. Wir haben schon ein paar Schritte gemacht. Wir haben das Weihnachtsevent sehr gut mitgenommen, finde ich. Ist ja immer noch drin. Haben jetzt ein bisschen was mitgenommen. Wir hoffen, vielleicht sehen wir den Papageien noch auf jeden Fall. Also wir werden ihn auch noch sehen. Und jetzt, wie, wo, was wird es noch hingehen? Also ich habe mir gesagt, ich möchte gerne Taverne wieder auf die höchste Stufe weiterbringen, damit wir das auch alles nochmal sehen können. Denn ich hatte letztes Mal in den Kommentaren jetzt auch den Hinweis bekommen, dass die Taverne jedes Mal von Level zu Level größer wird. Da eins, was ich jetzt vergessen habe. Nein! Nein! Shit! Ja, so macht man es nicht. So kriegt man auch keine Kunden wieder. Ich dachte, ich kann es gleich wieder öffnen. Ei, der da was. Ach, meine Güte, jetzt das war. Ich habe nämlich die falsche Taste gedrückt. Ach, shit. Ach, Mano. Nimm mal mit, gehört dazu. Wer so viel Dämlichkeiten an den Tag legt, der kann es auch den anderen Leuten zeigen, denn wir sind alle nicht unfehlbar. Von daher, naja. Verdammt. Hab ich mir. Ja, okay, das habe ich sogar verdient, dass mich jetzt jemand vollschnauzt. Mit die Dämlichkeit, die ich gerade am Tag gelegt habe. Ich wollte nämlich noch was gucken im I. Und bin auf Oder natürlich gekommen. Ich wollte hier rein, I, und dann wollte ich hier gucken. Belegung 8, maximale Belegung 32. Ah, guck mal, das sind ja meine... Ach du, hier steht das? Hä, wieso habe ich 32? Hä? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ach, ich habe schon wieder die falsche Taste gedrückt. Ja, jetzt lasse ich euch kurz aufessen, mach gleich wieder auf. Mann, dieses O und I, das geht mir so auf den Keks. Ah. Brauche ich noch. Genau, mein Butter müsste doch heute angekommen sein. Mann, Ometa, ich habe... Ey, heute ist schlimm mit mir. Heute ist schlimm. Ich weiß auch nicht. Liegt vielleicht doch daran, dass die Folge gerade ein bisschen knapp heute wird. Denn ich habe vergessen, das aufzunehmen. Hatte keine Zeit. Mir ist ein totales Fauxpas passiert mit meinem Schreibtisch. Da, ich habe den bei mir an einer festen Wand etabliert, dran geschraubt und mit Dübeln und alles. Das Problem ist, dass die Wand sehr, ja, wie soll ich sagen, die ist sehr porös an den Stellen dort gewesen. Wodurch sich, trotz dass ich Betondübel genommen habe, sich das irgendwie gelöst hat. Und dadurch ist der Tisch, dann ist zwar nicht rausgefallen, aber der hat halt, die Dübel haben sich gelöst und dadurch war das locker. Und ich dachte mir so, ah, okay, pass auf. Ist Mist. Bringt nichts. Ich muss das umbauen. Ich habe das dann rausgenommen, habe es auf eine andere Wand gesetzt. Hab dort eine Trockenbauwand genommen. Und habe da dann Hohlraumdübel reingepackt.
dieses ganze Schönheit verankern. Es hat auch geklappt. Die hält jetzt bombenfest, der Schreibtisch. Das musste ich dann heute alles am Tag umbauen. Und habe dann das Wohnzimmer nochmal ein bisschen so für mich angepasst. Da haben mir ein paar Sachen nicht gefallen. Die wollte ich ein bisschen anders haben. Und ja, bin jetzt ein bisschen durcheinander. Dann ist mir beim Schreiben der Schrank so ein bisschen teilweise auf die Füße gefallen. Jetzt ist mein großer Zeh sehr schmerzhaft, leicht bläulich und gedacht auf entweder Quetschung oder ja, vielleicht auch ein bisschen weiter. Aber das müssen wir mal gucken. Ich warte erstmal den Tag ab, bevor ich jetzt zum Arzt renne und da den belästige. Und ja, das ist alles dadurch passiert. Weißt du, weswegen ich heute ein wenig durcheinander bin. Ja, 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 ich bin ja schon da, ich bin ja schon da. Hier, okay. Ja, ich weiß, heute habe ich es drauf. Warte mal. Sehe ich jetzt denn die Top-Belegung? Die Belegung ist 8. Preis plus 8. Okay. Guck mal, die ganze letzte Woche haben wir 22 Gold eingenommen. Ich habe 6 Gold bezahlt, wodurch wir einen Gewinn von 16 Gold hatten. Was eigentlich vollkommen okay ist. Gut, wiederum, ja, du hast recht. Wieder an den Kommentar gehen, weil wir darüber ja letztes Mal so ein bisschen disputiert hatten in den Kommentaren. Wenn ich jetzt eine zweite Fachkraft eingestellt hätte, würden das 12 Gold sein, wodurch nochmal 6 wechseln, wodurch wir nur ein Plus von 10 hätten. Wir hätten also eine geringere Ausbeute. Deswegen eigentlich schon besser, wenn man das soweit selber macht. Ja, ich bin gleich bei dir. Der Nachteil, wenn halt viele sind, rau ist hier. Heute nicht. Heute bin ich auch nicht so in der Meckerlaune. Wie gesagt, heute mir tut der Zeh immer noch weh. Und heute startet auch, ist heute ein neues Let's Play auf dem Kanal noch gestartet. Ist ein minimales Let's Play, so ganz klein, weil von der Zeit her das immer nicht so klappt. habe ich ein kleines Let's Play heute mal noch gestartet. Was fehlt mir denn jetzt hier? Oh, mir fehlt Brennstoff. So, dann kannst du mir jetzt nochmal den machen, damit wir nochmal ein paar Pünktchen bekommen. So, ach ja, Bier ist raus. Gut, Zapfhahn Nummer 1, Zapfhahn Nummer 2, Zapfhahn Nummer 3 und Zapfhahn Nummer 4. Und dann haben wir haben jetzt übrigens kein Bierchen mehr, das müssen wir jetzt natürlich auch wieder hineingeben. So. Ich bin gleich wieder da. Ich hole nur schnell das Bier. Passt du mal kurz drauf vorne auf, ja, mein Kleiner? So, was haben wir denn? Bramlami. Wo machen wir nochmal ein Bramlami? Ja, wir könnten nochmal ein Ale machen, ne? Bram. Ja, ein Bramlami, wa? Machen wir ein Bramlami? Nachher können wir dann so ein Weizen-Ale dann reinmachen. Ja. Ah. Na. Ah. Ja, so und so und so. Bramlapo, Bramlapo, gibt's da nichts. Ne, wir heute machen mal Bramlami, wir packen wieder rein. Das ist ja das, was wir ja schon vorproduziert hatten. So, also, Bramlami. Ups. So, Bierchen ist wieder da. Fässchen sind angestochen. Lasst euch schmecken. Na, du bist doch hierher gekommen. Dann hau ab. Dann hau einfach ab heute, ja? Hab 10, mir tun ja 10 weh, ich renne ja gerade hier in der Bude rum. Hey, da bin ich wirklich noch, aber egal. Renne hier die ganze Zeit in der Bude rum und bediene euch hier, ja? Also bitte, ein bisschen Respekt hier auch gegenüber, okay? Und jetzt ist mein Kaffee. Ah, so, oh, holla, die Weife, jetzt geht's los. So, so. Ist das. Ich muss sagen, es macht auf jeden Fall so Spaß, dass ich jetzt nicht so viel arbeiten muss. Mit denen jetzt hier, weil ich genügend. Oh, wir müssen Kerzen wieder nachkaufen. Weil die beiden das hier machen. Mein Besen und mein Aushilfsjunge. Der macht das super. Mein Azubi, der ist top dabei. Immer noch super. Gehaltserhöhung gibt es dann doch noch nicht, weil ich dann doch noch ein bisschen zu wenig da verdiene. Also so viel kriegt man gar nicht. Beziehungsweise müssen wir das ja danach skillen. Also danach skillen wir. Also wir haben es jetzt ja so, dass wir, ich will das voll haben. Das ist das erste Ziel, ist das hier. Dass wir immer genügend Produktion haben, dass wir immer genügend bekommen, weil wir können damit ja auch die Quests dann machen. Das ist ja unser Vorteil. Wenn wir hier 200 haben, stellen wir das Doppelte immer her und kriegen dann zum Beispiel, du brauchst 10-mal diese Schweinegerichte. Zum Beispiel hätten wir das mit einem Rush fertig und boom, hätten wir das abgegeben. Hätten 2 Missionen zum Beispiel fertig machen können. Jetzt danach kommt dann das, wenn wir das fertig haben.
Ja, ich bin gleich bei dir. Ich muss jetzt hier nur kurz mal schon mal zumindest. Jupp. So, das heißt immer, Problem ist, wenn die sich hier rummeckern und dann rausgeschmissen werden, haben wir leider ein paar Punkte zu wenig. Muss auf jeden Fall, die Taverne muss noch ein bisschen weiter werden. Als nächstes müssen wir jetzt zusammenspannen, dass wir die Taverne ein bisschen hier noch ausbauen. Ich würde die gerne doch schon so ein bisschen gemütlicher gestalten, ein bisschen umgestalten, ein bisschen weiter gestalten. Kommt auf jeden Fall noch. Dann hat er eigentlich gesagt, wir wollten noch ein Fenster bauen, ne? Ein Fenster fehlt auch noch. Müssen wir auch noch reinpacken. Auf jeden Fall noch ein Fensterchen müssen wir machen. Genau. Wir haben jetzt auch, wie es sieht, wir haben 122, aber trotzdem haben wir jetzt ein bisschen weniger Punkte gekriegt. Haben sie das wieder runtergeschraubt? Oder liegt es, weil wir letztens jetzt hier so ein bisschen Mist gebaut haben und die alle rausgeschmissen haben? Ach ja, genau, ich sollte mal, ja, die sind verwässert, ich pinkel da rein. Insbesondere in deins habe ich komplett reingepinkelt und nur ein bisschen Bier dazu gemacht. Boah. Ich wollte heute eigentlich nicht fluchen. Na, egal. Ich bin Wirt, ich mach das so. So, können wir nicht neue Weinchen machen? Gibt es keine neuen Weinchen? Oh, warte mal, 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 warte mal. Apfelweinwürze. Kann man jetzt hier eine Apfelweinwürze? Apfelmost. Sehr schön, dann machen wir mal einen Apfelmost. Und dann, ach, wir brauchen die Hefe. Die Hefe fehlt, die Hefe, die Hefe, die Hefe fehlt. Meine Freunde, die Hefe fehlt. So, was können wir noch hier zu essen machen? Ja, komm, ein Töpfchen. Ein Töpfchen mit dem. Ah, nee, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Abbrechen. Können wir kein Brot backen? Ah, nur Ed, aber haben wir noch nicht Brot? Ah, nee, wir haben noch gar kein Brot, weil wir die Punkte noch gar nicht reingehen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Kochen. Und wir brauchen Brot. Sehr schön, jetzt können wir ein bisschen Brot machen. Haha. Ne. Ach, das. Ja, okay, pass auf. Karatskis, Katewskien und Swivel. Lazio Losing und ab. Ganz viele Eintöpfe. Eintopf, 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 Eintopf. Eintopf. Wir werden auf jeden Fall das heute machen. Dass wir das fertig kriegen. Wenn du 82, sag ich mal, im Schnitt bleibt, dann hast du ja 800 bei 10 Gästen. Hast du 30 Gästen, hast du 2700. Ruh. Ach, 2700. Ein der da aus 2400, meine Fresse, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, heute ist es schlimm, heute ist es schlimm, es tut mir leid, heute, heute wäre es ein bisschen fehlhafter, ja, 2400 Punkte, okay, wir kommen auf jeden Fall über die 20.000, jetzt auf jeden Fall noch weiter drüber, ich will gucken, aber natürlich kann das nichts werden, wenn der Kloppy Bobby schon wieder verschwinde, ja, hau bloß ab. Hau bloß ab. Heute nicht mehr. Heute nicht mehr. Oh, nochmal mildes. So, jetzt haben wir hier nochmal ein bisschen, hier nochmal ein bisschen, hier nochmal ein bisschen und hier nochmal ein bisschen. Ich hätte schon Bock, dass wir so auf die Stufe 8 heute kommen. Also Stufe 8 kriegen wir heute auf jeden Fall hin. Ich weiß nicht, wann der hier dann schlüpft. Wenn ihr übrigens einen Tipp habt bezüglich unseres Eichens. Oh, warte mal, da knackt doch schon was, ne? Na egal. Lassen wir mal das im Inventärchen. Wie sieht es denn hier aus? Haben wir dann noch ein bisschen was da? Ja, guck mal, hier können wir mal gebratenes Hütchen mal reinmachen. So, noch Wein, noch jenes, noch dieses, noch alles. Ja, hatten wir jetzt hier nochmal ein neues Töpfel, Eintöpfel gemacht? Ja, einen neuen Eintöpfel hatten wir gemacht. Können wir nochmal einen schönen Eintöpfel machen. So, haben wir hier, was haben wir hier? Apfelmost. Ja, genau, kannst du nochmal Apfelmost machen. Dann gehen wir wieder runter. Quest auf jeden Fall gleich abschließen danach. Genau. Bram, Lami, Sojo. Ah, 90. Gut, dann haben wir nochmal ein Loa. Und nochmal ein Loa. Zweimal Lala. Lala, 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 Lala. So, okay. Dann deniert noch kurz zu Ende. Dann machen wir heute Feierabend. Wir sind bei 2000. Ja, gut, da kriegen wir am nächsten Tag auf jeden Fall unsere Level Up. Oh, sauber gemacht, du, ganz einfach.
Du guck mal, ich habe hier einen tollen Aushilfsjungen, der Azubi bei mir ist, und einen super wunderbaren Besen, der, wodurch die beiden zusammen super klappt. Könntest du das jetzt auch zu Ende anhören? Du musst ja nicht rausgehen. Ich bin aber beim Garten. Naja, okay. Hey, mein Freund, du kannst heimgehen. Heute ist Feierabend. 22.651. Das ist eine Anzahl, die man gut vertreten kann. Jetzt erledigen wir nochmal zwei Missionen, dass wir am nächsten Tag nämlich nochmal neue Missionen annehmen können. So, machen wir den, haben wir nochmal 100 gemacht. Weihnachtskarotten? Wollen wir nochmal Weihnachtskarotten machen? Können wir nochmal Weihnachtskarotten machen? Da würde ich gerne einfach mal reinhauen. Einfach nochmal Weihnachtskarotten. So, da hauen wir das raus. So, jetzt haben wir einen Weißweinsaft, einen Apfelmost haben wir da. Und dann könnten wir doch Apfelweinwürze machen. So, dann los. Apfelweinwürze, geh ab. So, wir brauchen Weinhefe auf jeden Fall. Weinhefe brauchen wir, ist schon ganz wichtig, damit wir es morgen auf jeden Fall da haben. Wein, Weinhefe, Wein, Weinhefe. So, brav, pass auf. Machen wir mal 10 mal Hefe. Mache ich noch jeweils 5 und 6, ne? Mal 20. Und dann machst du mir davon 19, damit so ungefähr gleich sind. Dann davon habe ich noch, Lagerhefe, brauche ich Lagerhefe? Weiß ich gar nicht. Ne, 5 habe ich davon noch. Okay. Ein Hefe habe ich keine mehr. Davon kannst du mir 10 mal mitnehmen. Sehr schön. So, und jetzt sagtest du mir, ich brauche Brothefe, ne? Du Heiliger. Und der über ein Gold. Ja, gut, aber ich brauche die Sachen leider. Ich brauche sie leider. Man hört ja auch immer diesem Hintergrundgeräusch, dieses. Hört sich an wie bei Zelda. Die kleine Fee, die dann da immer da hast und die dann auch so herumfliegt. Oder höre nur ich das? Kaktus für dran. Nein, warte mal, wir wollten genau das. 1, 2, genau. Kinder der Sonnenbanner. Ja, mal gucken, was wir noch herstellen können, damit wir unsere Sachen da mal ein bisschen hübscher gestalten können. Zottelteppich, der ist aber bestimmt so ein kleiner, oder? Jesus Maria. Das hättest du auch alles kaufen müssen, mein Freund. Du machst einfach das Ding zu, anstatt du die Sachen kaufst. Man kann ich auch nicht eine Fackelhalterung reinmachen? Eine Wand, aber reicht ja nicht. Das ist ja nur an der Wand dann die Fackel. Schöne Blumen. Ja, noch nicht. Das machen wir dann. Ein Barläufer. Ein professioneller Touch. Aha, okay. Ich brauche aber jetzt Kerzen. Genau. So, nochmal Kerzen. 10. Speisen. 10. Also, nicht die Speisen 10, 10. 10. 10, 10. So, jetzt haben wir 2 Gold gekauft. So, ist mir egal. Fertig. Erledigt. Wir hatten hier eine ganze Weile. Wir hatten ein Eisen im Feuer. So, ich wollte mir eigentlich mal das Fenster machen, ne? So ein schönes Doppelfenster. Dafür brauche ich aber 8 Scharniere. 8 Scharniere brauchen wir dafür. Ne, warte mal, ich wollte auch eigentlich einen Tisch wieder machen, ne? Eine große Sitzbank und einen großen Tisch. Problem ist, ich kriege jetzt dann 2 große Tische. Das bringt mir auch gar nichts. Doch, bringt schon was. Bringt schon was. Ja. Machen wir mal Eisen nochmal schnell. Dann haben wir mal nochmal Eisen durch. Dann haben wir nochmal hier auf jeden Fall. Hier auf jeden Fall nochmal Nigel durch. So, was haben wir hier noch schön? Jetzt müssen wir wieder Holz besorgen. Ne, Holz haben wir noch. Knall das mal durch. So, und dann können wir nochmal die Quest abgeben. Moment mal, ich glaube, ich mal ganz kurz. Bin gleich wieder da. Ja, da ist er wieder. Also, ich sag euch, mit dem Fuß zu laufen, das ist nicht toll. Gar nicht toll. So. Ist ja noch gar nicht fertig. Wie lange brauchst du denn heute? Nein! Nein, bleib geschlossen. Meine Güte, schon wieder dasselbe. Ah, immer die falschen Taste. Heute ist wirklich schlimm.
Ich wollte den noch fertig machen. Gut, ja, wobei, können wir auch am nächsten Tag dann machen. Dann ist alles fertig, kommt alles an. Marmelade, eine Würst, machen wir Würstchen. Kriechpflanzen. Eigentlich wäre jetzt der Anbau langsam gut, oder? Hier, zack, zack und zack. So, Landwirtschaft ist fertig. Was haben wir hier noch? 4, 2, 1, 4, 1, 3. Bum, bum, bum. Da kriegen wir Außenmöbel. Da kriegen wir Arbeiten, Dekoration. Joa, das hauen wir mal rein. Ich kann es auch das hier mal machen. Ja, mach das hier mal. Ja, machst du das nochmal? Und genau, jetzt sind wir genau da. Jetzt brauche ich aber keine blauen Punkte. Ja, nee, aber ich brauche überall blaue Punkte. Ja, okay, wir haben keine blauen Punkte mehr, aber wir haben wieder ein bisschen weiter geskillt. Ich würde sagen, huch, wir laufen jetzt mal nicht gegen die Wand. Und zweitens gehen wir dann am besten mal ins Bettchen. Ja, damit wir zum nächsten Tag rüberkommen und wir heute auch noch Stufe 8 erreichen. Ja, mein Kleiner, du schläfst immer so fein. So, gucken wir mal gleich, was da noch da ist. So, jetzt habe ich hier auch meine Apfelweinwürze. Ja, der kommt ja gleich rein. Und genau, warte mal. Jetzt habe ich ja hier nochmal die 7Q. Kannst du mir schon mal da reinmachen? Die 8Q kannst du mir da reinmachen? Da reinmachen. Okay. B. 1 und runter. Bin gleich bei euch, bin gleich bei euch. Das muss ich mir nämlich wieder alles rausnehmen. Nochmal Wasser holen. Und Aufgabe abschließen. Schweinefleisch mit Gemüse und ein Weizenbrot mit Süß. Ein Apfelwein mit Melone habe ich nicht. Ja, er kostet mich jetzt gerade was, weil ich jetzt das noch alles nicht so gemacht habe, wie ich sein soll. So, was sagte der da? Inventar. du wolltest. Ah, ne, genau. Das ist, hier ist es egal. Wir machen einmal einen schönen Apfelwein. Da machen wir. Schön mit einer fruchtigen Zitrone. Dazu nehmen wir den Aroma. Und dazu nehmen wir dann noch Doppelhopfen. Genau, Zitrone und Doppelhopfen. Und dann machen wir noch einen schönen Apfelwein. Wein. Da packen wir mal eine Birne rein und machen dazu dann schön mit Aroma und Doppelhopfen. Sehr schön. Ja, hier, was hatten wir heute als Mission? Wir hatten als Mission, habe ich zwar gerade schon mal geguckt, aber ich doppelt hält besser. Ja, machen wir Weizenbrot mit Modifikator süß. Nö, machen wir nicht, weil ich kein Weizen habe. Dann machen wir gebratenes Schweinefleisch mit Gemüse. Joa, mit Gemüse hier. Guck mal, da hast du ein bisschen Kartoffeln. Da hast du ein bisschen das. Und dann kriegst du nochmal das dazu. Und ich brauche Weizen. Ja, ich bin gleich bei euch. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. So, ich brauche nochmal Weizenmehl. Ab einmal nach unten. Dann haben wir nochmal neue Biersorte. Und dann geht's hier richtig ab. Wir wollen heute die Punkte erreichen. Oh, guck mal hier, schöne Schweinebraten. Guck mal, hier ist da nochmal was. Und da ist nochmal ein bisschen Weihnachtskarotten. Und an die Vogelkekse sind nur für unser liebes Switcherlein. Und die Musik. Einfach wieder raus und gleich kommt so. Bam, 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 bam. Ich wollte gerade sagen, so die Musik beruhigt voll so oder. Bam, 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 bam. Habe ich hier Platz? Joa, sieht nicht so aus, wa? Ich glaube, ich brauche. Oh, guck mal, das passt. Das kriege ich alles nicht rein. Alles nicht rein. Alles nicht rein. Oh, doch, da habe ich noch was reingekriegt. Na, okay. Hat nicht ganz gereicht, aber vier Plätze sind wir leerer. Braucht mehr Kisten. Oh, die geben ja auch nur. Ach ja, Tickets. Na egal, Tickets können wir auch nochmal gebrauchen. Können wir nochmal was machen mit. Ich glaube, die Kerzen halten noch zumindest. Ja, ruht dich schön aus. Ist immer was Feines. Die 8 muss her und ey, das war ja. Das war heftig. Ich hoffe, wie gesagt, dass alles noch pünktlich hochgeht. Jetzt müsste zum ersten Mal eine andere Folge hochgeladen werden, was sonst bisher noch nicht auf meinem Kanal war. Bin ich ja gespannt. Also es ist witzig, weil jetzt gerade die Folge veröffentlicht wurde, während ich gerade noch die auf. Das Gute bei Traveler's Rest ist, was man ja sagen kann, ist, wenn ich ein Video render bei Traveler's Rest, das geht ungefähr so lange, wie die Folge geht.
Bei Forest zum Beispiel habe ich das Problem, es geht fast doppelt so lang, wie die Folge ist, weil da wesentlich mehr Dinge gemacht wird, die ganzen Pixel wahrscheinlich und die Aufnahmequalität etc. pp. Ist ein bisschen schlimmer. Wiederum muss ich sagen, liegt es aber auch daran, dass ich fast nur Spiele ähnlich in der Richtung wie Traveler's Rest aufnehme, weil ich kaum Spiele mit hoher Qualität eigentlich aufnehme, weil ich auch gar nicht so ein Interesse mehr habe. Ich wurde ein paar Mal arg enttäuscht, insbesondere jetzt auch bei einem der Let's Plays, was ich jetzt hier gehabt hatte auf dem Kanal. Da war ich arg enttäuscht und bin dann doch eher so ein Fan von so schönen, kleinen, gemütlichen Spielen. Klar, ich spiele auch noch andere, also da kommen auch noch ein paar interessante Titel. Und aber es ist alles von der Zeit her. Aber Forest ist halt schon sehr ein interessanter, ja, sehr interessantes Gameplay halt so von der Machart her. Ja, warte mal, wie weit habe ich in meine Questals? Ah, 484. Ah, na, So, warte mal. Aber ich glaube, ich könnte jetzt dann mal... Du müsstest fertig sein. Sehr schön. Und da unten ist übrigens das Weizen fertig. Da können wir nämlich ein Brodel mit süßem Zusatzstoff machen. So, Weizenbrot mit süß. Dann machen wir noch so ein bisschen kartoffelig rein. Und dann noch ein bisschen Knobi, damit es schön süß aromatisch ist. Dann gehen sie alle pinkig nach Hause. Bin gleich wieder da. Macht mir keine Schande. Muss nochmal eine Quest abgeben. So. Sehr schön. Ja, wir müssen jetzt als nächstes die nächste Saat kaufen, damit wir das nächste wieder anbauen können, weil wir jetzt dann noch Melonen haben. Das liegt daran, weil wir das freigeschaltet haben. Ist natürlich dann immer so, dass wenn du was freischaltest, dass das natürlich dazu kommt. Aber jetzt ist eigentlich nur der Fokus auf die Stufe 8 und dann glaube ich, war es auch für heute. Nach dem Foxbox, was mir heute passiert ist, bin ich dann doch ein wenig zufrieden, wenn wir dann heute zum Ende kommen, hier das alles erledigen und alles schick ist. Muss auch sagen, habe ich schon so ein bisschen die Überlegung, was als nächstes dann rauskommt, für welche Spiele wir dann auf jeden Fall noch spielen werden. Und das ist so schön immer bei solchen ruhigen Spielen, da kannst du dir viel mehr Gedanken drüber machen. Weil es einfach ruhig und gesittet so abläuft, du keine Hektik hast. Am Anfang gut war jetzt so ein bisschen, erledige dies, erledige das, musst du noch machen, jenes und so weiter und welches. Boah, danach funktioniert das ja einigermaßen. Boah, 24.000, ja, okay. Ich mache den jetzt noch fertig und würde dann sagen, wir machen Feierabend, wa? Okay, dann mache ich auch noch fertig und den noch. Und dann würde ich sagen, ja, okay, du kriegst auch noch mal was. Und jetzt können wir ja sagen, wir machen hier ein bisschen Schlussikussi. Du machst da unten noch ein bisschen Ordnung. Gut, wir haben nämlich gleich noch mal unsere Pünktchen zusammen. So, jetzt habe ich das Problem, jetzt habe ich schon wieder zwei neue Apfelweinsorten drin. War das ist auch eigentlich schlecht. Beinahe wäre ich übrigens schon wieder aufs Ohr gekommen. Und wir haben die Taverne 8. Wir haben jetzt Trend. Ach, da steht's ja, stimmt. Wir haben Speisefeld 5, Herstellungsfeld 5 und allgemeine Bodenfelder 15 nochmal. Wir haben Räume plus 1. Sprich, wir könnten also unseren Räumlichkeiten ein wenig mehr Platz einräumen. Das ist eigentlich total gut. Das ist total gut. Du, mein Freund, du kannst nach Hause gehen. Wir sind fertig für heute. Wesen, du ruhst dich dann aus, so wie immer. Und wir machen hier nochmal das fertig. Dann haben wir das nämlich auch. Weil dann... Grüß dich, mein Freund. Komm gut nach Hause, rutsch nicht aus, denn morgen musst du wieder da sein. Ich brauche dich. Du bist ein ganz, ganz wichtiger Bestand in diesem Laden. So, 537 XP. Also wir werden wahrscheinlich morgen... Also wie gesagt, das ist hier mein Fokus jetzt. Da will ich auf jeden Fall raufsetzen. Das hier ist Zapfgeschwindigkeit. Ja, meine Güte. Ist jetzt so... Das ist dann, als nächstes ist jetzt das hier. Das hier ist jetzt eigentlich auch mittlerweile egal. Am liebsten wäre es mir, wenn ich die Punkte wiederkriegen kann. Ja, wir müssen hier danach gehen wir rein. Guck mal, wir machen, glaube ich, pro Ding. Guck mal, Einkaufspreis geht runter total. Profit durch Feilschen. Aber wie geht das mit den Feilschen? Haben wir das auch schon mal gesehen? Ach genau, und jetzt haben wir ja Trend. Der nächste Trend ist Amberbier und Roggenbier-Lager. Oder ein Chilischoten, so Weihnachtskarotten, Gerstenbrot und Eintopf ist der nächste Trend. Das ist eigentlich ganz gut, weil wir dann dafür mehr Geld nämlich bekommen, soweit ich weiß. Euch kann ich aber noch nicht jetzt ernten, ne? Genau, ihr seid noch nicht fertig. Das dauert noch ein Momentchen. In der nächsten Folge müssten wir auch euch ernten können. Was, ihr seid noch nicht durch? Bretter waren noch nicht durch?
Jetzt machen wir mal hier nochmal so 1, 2, 3 Stangen und dann kannst du mir nochmal den machen. Genau. So, hier haben wir das. Hier kannst du mir auch nochmal das einmal durchbollern. Und dann haben wir hier das. Dann kannst du mir auch den nochmal ein bisschen durchbollern. Nachdem wir dir nochmal Kohle reingemacht haben. Und wir dann hier ein bisschen Nägel reingebollert haben. Und dann können wir nämlich, glaube ich, nächste Folge auf jeden Fall einen besseren Tisch setzen. Aber was ich jetzt noch gucken wollte, ist, natürlich müssen wir gleich gucken. Ich kann jetzt einteilen. 7 Felder. 1, 2, 3, 4. Das sind immer 5. Immer 5. Ja, okay, gut, gut. Also Bohnen hinzufügen ist dann sozusagen 1, 2, 3, 4 und dann 5. Hat mich jetzt einiges an Geld gekostet. Und jetzt kann ich den auch nochmal machen. Kostet mich jetzt auch Geld. Nee, die kosten kein Geld. So, jetzt haben wir die wieder mehr drin. Dann nächstes Level und dann haben wir auf jeden Fall hier nochmal eine schöne Vergrößerung. Eigentlich müssten wir ja auch noch in diese Richtung gehen, so ein bisschen, weißt du? Wobei, warte mal, weißt du, was wir auch mal machen könnten? Machen wir mal anders dann. Wir machen erstmal annehmen. Ja, haben wir wieder ein bisschen Geld ausgegeben, aber wir haben es auch gleich mal wieder vergrößert. Diesbezüglich nochmal danke für den Tipp. Habe ich dann auch heute gleich gesehen, wie das funktioniert. Das sehen wir leider erst morgen. Das haben wir gerade schon da. Wasser brauchen wir jetzt keins mehr. Und dann würde ich sagen, wir machen Eintöpfe, 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 damit das auf jeden Fall vorangeht. Gut, Eintopf ist immer was Feines, denn mit dem Eintopf haben wir die Möglichkeit, einen Trend zu machen. Und ein Trend heißt für uns hier in dem Sinne, oh, ein schöner Rosé, könnten wir mal machen, ja. Schöner Rosé, der ein bisschen süß und auch ein bisschen eine saure Note hat. Und dann nehmen wir nochmal einen schönen weißen, mit weißen Trauben versetzt. Dazu kriegt er dann eine schöne Süße. Warte mal, wenn ich sowas reinsetze, kriege ich fruchtig, saftig, süß. Da kriege ich nur fruchtig, fruchtig, saftig. Oh ja, so, so ist nochmal ganz schön. Sehr gut, dann haben wir hier auf jeden Fall mal ein bisschen was aufgesetzt. Komm, wir können mal ein bisschen Roggenmehl machen. Was haben wir hier noch so Feines? Können wir einen Apfelfeinwürste? Wir könnten nochmal einen Weißweinsaft machen. Champagner brauchen wir jetzt ja nicht gerade, ne? Da hatten wir aber alles da, aber brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Hier kommen wir nochmal ein Weißwein. Und, oh, guck mal, wer heute kuscheln kommt. Aber du bist ja ein Süßer, heute mit Kuscheleinheiten, ja? Na, dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommt hier so mal was Feines und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wenn ihr die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Ciao!